Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Ernte und Pflanzen neu. So, ich mache mal gerade das Feld hier bei Minecraft. Einmal muss ich es ja wenigstens noch so komisch sagen. Habe ich da gerade einen Zombie? Nee. So, in diesem Part will ich das gleiche machen wie im letzten, nämlich unten durch die Mine krabbeln und Sachen suchen. Das machen wir also auch dieses Mal wieder. Und im übernächsten Part bringe ich dann, glaube ich, mal wieder ein bisschen Abwechslung rein und kümmere mich dann um andere Sachen. Was weiß ich jetzt noch nicht. Und ich hoffe auch mal, dass ich es nicht vergessen werde. Ach scheiße, komm, egal. Mach ich mal gerade hier rein. Mach ich ein anderes Mal richtig. Dann wollte ich mir ein Eisenschwert bauen. Nicht nur Eisenschwert. Wir brauchen auch noch ganz schön Spitzhacken. Zwei Tück an der Zahl. So. Bam. Und dann noch ein Schwert. Achso, ich muss ja zuerst. Halt, stopp. Jetzt crafte ich. So, jetzt haben wir es aber. Ah, komm, ich mach gerade noch eins. So. Jetzt haben wir drei Schwerter. Oh Gott. So, das kommt wieder hier rein. Und das ordnen wir richtig. Und dann geht's wieder ab runter in die Tiefen Morias. Okay, eigentlich nur in unsere kleine Mine hier rein. Mit Moria, das ist jetzt nicht so viel zu tun, aber egal. Demnächst kommt ja Lego Herr der Ringe raus. Das werde ich auf jeden Fall auch spielen und wahrscheinlich auch Let's Playen. Und da gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass das noch nicht draußen ist, wenn ihr dieses Video seht. Hoffe ich zumindest mal. Falls doch, falls Herr der Ringe, Lego Herr der Ringe jetzt schon draußen ist und ich das Let's Play schon gestartet habe, auch gut. Da freue ich mich drauf, weil die Lego-Spiele waren eigentlich immer cool. Abgesehen, und jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich boxen, wenn ihr selbst die Lego-Spiele gespielt habt. Abgesehen von Lego Star Wars. Das hat mir nicht gefallen. Lego Indiana Jones habe ich nicht gespielt. Lego Star Wars hat mir nicht gefallen. Das habe ich hier zu Hause rumliegen und nicht gesp also nicht durchgespielt. Gespielt habe ich es, aber nicht durch, weil mir das nicht gefallen hat. Das ist das einzige Star Wars-Spiel, das Star Wars-Spiel. Das einzige Lego-Spiel, das mir nicht gefallen hat. Obwohl das ja so der Grundstein war der Lego-Spiele und das auch sonst jedem gefällt. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, jetzt habe ich das Holz mitgenommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Dafür gefallen mir alle anderen Lego-Spiele super. Warum mir Star Wars nicht gefällt, ganz einfach. Das ist zu alt. Also ich bin die neuen Lego-Spiele, die ganzen neuen eben gewohnt. Und die sind einfach besser. Vom Gameplay her und von allem. Und ja, deswegen gefällt mir Star Wars, Lego Star Wars leider nicht so. Wo ich auch sagen muss, wo ich am Anfang skeptisch war, was mir dann später aber sehr gut gefallen hat, war Lego Batman 2. Da war ja, also Lego Batman 1 war grandios. Lego Batman 1 war super und da habe ich auch 1000 Gamerscore gemacht sogar. Also eins von zwei Spielen, bei denen ich 1000 Gamerscore habe, das zweite ist Assassin's Creed 2. Und da war ich aber trotzdem skeptisch bei Lego Batman 2. Ich bin ein riesiger Batman-Fan und der erste Teil war super, deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass das Spiel gut wird. Aber die Stimmen. Normalerweise war das bei den Lego-Spielen ja immer so, die haben nicht geredet, sondern nur so, keine Ahnung, was gemacht. Bei Lego Batman 2 war es dann so, das war dann wirklich vertont. Und ja, ich wusste nicht, ob das jetzt wirklich nochmal so cool wird wie die alten Lego-Teile, aber war's. Also Lego Batman 2 war auch super mit diesem, ja, eben mit Vertonung. Deswegen bin ich mir bei Lego Herr der Ringe sicher, dass es auch super wird. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob da vertont ist, aber ich gehe mal davon aus schon. Weil die Lego-Spiele wollen sich ja auch weiterentwickeln. Traveler Tales oder wie sie heißen, die Entwickler, die machen ja nur Lego-Spiele. Die finanzieren sich ja nur durch Lego-Spiele. Und die wollen sich ja dann auch weiterentwickeln irgendwie, dass das auch für immer so bleibt mit dem nur Lego-Spiele entwickeln. Ah, Lego Pirates of the Caribbean habe ich beispielsweise auch nicht gespielt. Obwohl das ja neuer ist. Und Lego Harry Potter 5 bis 7 habe ich nicht gespielt, 1 bis 4 schon. So, auch wenn ich sagen muss, dass das eher nichts für mich war, das fand ich ein bisschen kindisch, ehrlich gesagt. Naja, wie dem auch sei, so. Ich höre doch hier irgendwas. Machen diese Sounds nicht die Ghast-Viecher? Gott, wo bin ich denn hier? Oder sind das die Endermen? Wer macht denn nochmal so komische Geräusche? Hab ich vergessen. Wie das, was man hier gerade hört.
Bin mal gespannt, was nach Lego Herr der Ringe jetzt noch kommt. Welche Spiele im Lego-Universum. Weil so langsam haben sie ja alles. Boah, fuck. Lego Harry Potter haben, also Harry Potter haben sie gemacht. Batman haben sie gemacht. Und Superman und so war jetzt auch bei Lego Batman 2 dabei. Das heißt, ein Lego Superman können sie eigentlich rein theoretisch vergessen. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt, was da noch kommen wird. Hier mache ich mal zu. Sonst werde ich da wahrscheinlich irgendwann noch 100 Mal reinlaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht... Boah! Alter! WTF, habe ich das jetzt erschrocken. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht zu der Hobbit... Das kommt ja auch noch raus. Vielleicht noch was machen. Ah! Fuck! Da sind irgendwo... Ist irgendwo ein Spawner. Wahrscheinlich. Scheiß Spasti. Stirb. Hier geht's auch noch weiter. Scheiße, ja. Die lecken hier rum. Die scheiß Viecher. Puh. So, erstmal hier ausleuchten. Ein Schwein reinkloppen. Und dann ganz ruhig. Ja, bin ich mal gespannt, was da noch kommt an Lego-Spielen. Vielleicht, ja gut, wahrscheinlich irgendwann noch einen Batman-Teil. Da geht das ja immer gut. Bei Harry Potter und bei was denn noch? Bei Star Wars, da haben sie ja eben Lego-Spiele zu der Story gemacht von Star Wars. Und die Story von Star Wars ist ja vorbei. Finito. Feierabend. Da können sie ja an für sich keins mehr zu machen. Bei Batman geht das immer gut. Da haben sie ja nicht die Filme verspielt, sag ich mal. Ah ja, hier ist der Spawner. Also kein Spiel. Also die Story von Lego Batman war ja nicht die aus dem Film, sondern eine andere, eine selbstgemachte. Und deswegen können sie zu Lego Batman immer wieder eins machen. So, schön abbauen. Perfekt, so. Haben wir den Spawner auch gekillt. Ja, verdammt, ihr Scheißviecher. Das Bild, dass die Wände hochkrabbeln können, deswegen sind die immer so verbuggt. So, jetzt greifen sie mich an, volle Suppe, ihr Spastis. Jetzt kommt hier noch ein Zombie. Ja, jetzt hören wir aber auf über die Lego-Spiele zu reden, weil irgendwie habe ich die ganze Zeit nur Scheiße gelabert. Was das angeht. Boah, das ist noch so eine, ey. Jetzt machen wir hier erstmal zu. So. Darunter gehen wir erstmal noch nicht. Das kommt später. Jetzt gucke ich erstmal hier. Wo war der Spawner jetzt? Keine Ahnung. Hier ist ja auch nochmal. Gott. Weißt du was? Ich mache jetzt hier einfach mal zu. Weil ich nicht mehr auf die Idee, da lang zu gehen. Jetzt habe ich mich verlaufen. Okay. Da gucke ich jetzt erstmal, dass ich wieder zurückkomme oder den Weg finde zurück. Ich erwarte, hier mache ich auch zu. So. Ah ja, hier sind wir ja schon wieder, oder? Das war doch... Ja, okay. Dann habe ich mich doch nicht verlaufen. Gut. Einmal frei. Ja, die Frage ist jetzt, wo wir hingehen, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier geradeaus und dann hier links und guck dann mal, was hier so abgeht. Das dürfte eine Sackgasse sein. Perfekt. Dann kann ich hier schon mal zumachen gleich. So, dann leuchte ich mal aus, dass ihr was seht. Und dann nehme ich gerade noch das Spinnennetz mit. Und dann natürlich noch die ganzen Sachen hier, die Schienen und die Materialien. So, sehr wichtig, die alle mitzunehmen. Na super, jetzt habe ich hier die Wand aufgerissen. Auch geil. So. Zack. Oh, WTF. Jetzt ist hier scheiße dunkel. Mann, also wenn ihr jetzt nichts mehr seht... Naja, ihr müsstet ja eigentlich doch noch was sehen. Ich lade ja das Video in HD hoch. Dann müsste es ja eigentlich gehen. So, zack. Das mit hier ist noch was. So. Jetzt mache ich hier erstmal da zu. So. Dass man hier nicht auf dumme Gedanken kommt.
und da irgendwann nochmal reingehen will. So, das nehme ich noch mit und danach machen wir diesen Gang hier zu. Ist auch dieser Minenschacht hier stillgelegt. Zack, zacken wir das ein. Die Fackel ab. Die nehmen wir mit. Und dann schließen wir das Ding. Nachdem wir das Skelett da gekillt haben. So. Und zu. Na, da doch nicht. So, okay. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Hier weiter, oder? Wie ist denn hier schon? Oh Gott. Ah, okay, das ist dieser Gang. Dann mache ich hier mal zu. Oder ist hier jetzt noch irgendwo was? Nee, das ist einfach nur wieder so ein komischer leerer Raum. Dann mache ich hier zu. Da wird nichts mehr kommen. Ist da hinten auch zugemacht? Müsste ich eigentlich gemacht haben. Sonst hat es ja keinen Sinn. Hier. Nee, hier habe ich nicht zugemacht. So, hier auch zumachen. Und dann haben wir den einen Gang da auch stillgelegt. So, habe ich nicht noch mehr Cobblestone? Scheiße, dann machen wir hier mal Kies rein. Ab sofort mache ich mit Kies dann zu. Wieso sage ich Kies? Das heißt Gravel. So. Achso, hier lang. Und die Schienen mitnehmen. Was ist hier? Ich dachte, da wäre irgendwas. Da ist aber was. Und schon wieder ein Skelett. Hier muss doch irgendwo ein Spawner sein von diesen scheiß Skeletten, so viele wieder rumlungern. Oh, der kommt da oben. Der kam da oben raus. Also quasi von hier. Gut, dann mache ich hier mal gerade. Ja, scheiße, mit Kies kann ich hier gar nicht zumachen. Ja, doch, ich kann alles. So. Ah, fuck. Jetzt aber. Ach, scheiße, jetzt ist ja gar nicht zu. Haha, da oben ist eine Spinne. Ja, bin ich blöd. Natürlich ist jetzt hier nicht zu. Ja, komm, dann mache ich das mal so. Und hier ein Stück Holz hin. So, dann nehmen wir jetzt aber hier die Schienen mit. Nee, Moment, von wo bin ich jetzt gekommen? Von da. Wieso ist hier offen? Ist blöd. Das passt mir nicht. Dass da auch noch lang geht. Naja, jetzt nehmen wir erstmal hier die Schienen mit. Alles der Reihe nach. Zuerst mal das und dann gucken wir, wo wir hingehen. Dann nehmen wir noch das Spinnennetz, das jetzt hier links oben ist und dann gucken wir mal. So, da ist es. Das nehme ich gerade noch mit. Ach so, die Kohle hier stecken wir noch ein. Geil, mal nur zwei Kohle. Super. Es freut mich echt. Ah, oh, was war jetzt? What the fuck? Gut, dass ich so eine gute Rüstung habe. Oh, schön. Eisen freigelegt, der Kerl. Aber nur ein Stück? Das ist ja mal blöd. Was hat denn? Ist ja wirklich nur ein Stück? Oh, scheiße. Nur ein Stück. So. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Habe ich gerade ganz schnell beschlossen. Ist ja gar nichts. Doch, hier jetzt. Aha, und da geht's dann wieder zu unserer schönen Dingenskirchen. Richtig in die Mine rein. Das hier ist ja eher so ein reiner Höhlenabschnitt. Hier ist jetzt kein Holz und so weiter. Da war früher keine Mine. So, ah ja, hier noch. So. Oh, hier kann man runterfallen. Das ist schlecht. Dann machen wir mal zu. Gut. Vor allem gut, dass ich da eben nicht runtergefallen bin. Hier ist doch bestimmt Lava, oder warum ist hier so hell? Oh ne, da habe ich schon mal ausgeleuchtet. Oh Gott, ist halt alles so verwirrend. In diesen riesigen Dungeons und Höhlen und was weiß ich. Das ist ja der Wahnsinn. Die sind so komplex, das gibt's gar nicht. Gehen wir mal hier weiter, da ist schon mal was gewesen. Ich gehe mal ganz hoch. Oh, fuck. So. Ah, hier geht's ja doch noch weiter. Ah, perfekt, geil, Sackgasse. Einwandfrei, dann nehmen wir hier das Eisen mit. Noch macht der Zombie nix, außer dumm da rumstehen. Ja, Spasti.
Ah, leck mich doch! Bin falsch rumgegangen. Dann nehmen wir hier noch alles mit. Perfekt. Und dann... Ah, so. Dann können wir hier auch dicht machen. Da geht's ja auch noch hoch. Oh Gott. Ja, wisst ihr was? Wir machen das jetzt wie folgt. Ich baue die ab. Leider nur mit der Hand, weil ich keine Axt dabei habe. Dann mache ich hier einfach zu. Nehme gerade noch die Kohle hier mit. Ah, du Spasti, ey! Wo kam das jetzt her? Ja, dann komm mal runter. So. Fick dich doch, du Scheißvieh. So. Zack. Zack. Oh, noch mehr. Noch Eisen. Ist auch mal cool, wenn so eine Eisen- oder eine Erzader an der Eisenader dran ist, je nachdem. Das ist immer ziemlich cool. So ein Doppelflöz. Naja, wie dem auch sei. Jetzt machen wir hier erstmal zu. Mit Gravel. Damit ich hier nie mehr reingehen will. Zack. So, und auch hier. Und dann nehmen wir die Fackeln alle wieder mit und nehmen dort, wo wir reingekommen sind, machen wir auch zu. Ach so, Moment. Also hier auch noch alles voll mit Gravel. Backen. Zack. Und zack. Und zack. So, perfekt. Jetzt hier runter. Und dann auch hier schließen. Bitte. Scheiße, so. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Wo ist der? Ah, okay, hier sind wir hergekommen. Alles klar, das war jetzt ein bisschen längerer Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, tschüss.